Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark. Ja, da hat uns doch in der letzten Folge der Wolf erwischt. Und ich habe mich ziemlich erschrocken. Ich war nicht da, habe nicht damit gerechnet, dass der Wolf so hinter einem herkommt, wenn das denn so war. Jetzt sind wir hier, wir haben noch 5 Stunden Tageslicht. Das Wetter ist nicht schön. Ja, oder 4 Stunden haben wir noch. Relativ nebelig. Wir sind nicht ganz so gut in unserem. Wir haben 88%. Wir haben schon ein bisschen geschlafen. Wir gucken mal, was wir noch machen können. Wir haben ja wieder Schuhe gefunden, die wir als erstes einmal zerlegen könnten, glaube ich. Haben wir sie schon zerlegt? Nee, wir haben sie noch nicht. Die zerlegen wir jetzt einmal, weil die werden wir definitiv nicht mehr brauchen. Zerlegen. Dann haben wir ein bisschen weniger Gewicht schon mal. Wir werden auch wieder mehr müde. Wie sieht's aus? Dann könnten wir mal gucken, wie sehen denn diese Handschuhe aus? Plus 0,8, plus 0,8, 0,9 und 0,4, 90%. Und die hier haben 80%. Okay. Ja, wir können ja bald unsere was ist denn das jetzt nochmal? Häschen-Handschuhe, die können wir ja jetzt bald mal machen. Aber wir werden mal hier unsere Socken reparieren. Dann sind die auf jeden Fall schon mal noch ein bisschen besser. Wir haben keine zweiten Socken. 15 Minuten, das schaffen wir auf jeden Fall. 3 Stunden noch. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal so ein bisschen. Hä? Nochmal. Reparieren. Jetzt wird es Wetter gar nicht gut. Ich hoffe, dass das über Nacht dann nicht schlimmer wird. Weil wir müssen morgen wieder zurück. Auf jeden Fall. So, jetzt sind sie auf jeden Fall gut. Der Pullover ist gut, der Pullover ist gut. Die Jacke ist super. 87%, 75%, das sieht alles nicht schlecht aus. Unsere Schuhe sind gut, die Mütze, ja. Da brauchen wir noch nichts machen. Dann gucken wir doch mal, wie das jetzt aussieht. Haben wir hier noch was? Tee können wir machen. Ach so, ein Werkzeug haben wir auch gefunden. Ziemlich schick. Noch eine Lampe. Ist jetzt nicht so wichtig. Wie sieht's hier aus? Auch alles gut. Das Gewehr ist auch gut. Wie viel Hunger haben wir denn jetzt? Haben wir Hunger? Ein bisschen was zu essen haben wir ja. Gucken wir mal. Ja, durstig, hungrig. Trinken, essen. Wir trinken hier diese Dose. Und hoffen, dass wir nicht krank werden. So, der Wolf hat uns ganz schön einen mitgegeben, auf jeden Fall. Wir haben noch Wasser, das reicht auch erst noch. Wir haben ja noch eine Dose und diese Pfirsiche auch noch. Das ist in Ordnung erstmal. Wie sieht das hier aus? Ja, da haben wir auch noch. Wir haben noch auf jeden Fall reichlich Verband. Feuer. Haben wir jede Menge Streichhölzer gefunden. Das ist nicht schlimm. Können wir gebrauchen. Gut. Was war das noch? Jetzt könnten wir noch gucken. Sollen wir noch ein bisschen Holz zerlegen? Oder dass wir schlafen können?
keine Leiden, das ist auch gut. Also erste Hilfe brauchen wir nicht. Wir zerlegen einfach hier noch diesen Stuhl. Auseinandernehmen, dann haben wir noch ein bisschen Holz. Das kann nie schaden. Eine Stunde Tageslicht, okay. Ja, jetzt wird's alter Schlafsack. 27 Minuten, den nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Stoff. Den kann man immer gebrauchen. So, und jetzt müde, hungrig, weniger als eine Stunde Tageslicht. Wir könnten noch ein Regal oder sowas vielleicht noch mitnehmen. Machen wir mal. So, jetzt ist es dunkel, aber das macht nichts. Wir gehen einfach ins Bett. Essen, trinken noch mal kurz eine Kleinigkeit. Nehmen hier die Dose. Trinken die. Gut. Das sieht gut aus. Wir essen unseren letzten Rohrkolben. Und vielleicht hier so ein leckeres. Brauchen wir das überhaupt? Ja, 5 Stunden schaffen wir sehr wahrscheinlich so. Machen wir das so. Schlafen. Dann sind wir auch wieder fitter. 8 Stunden Dunkelheit. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht irgendwie hier sehr im Dunkeln. 100%, das ist gut. 10 Tage überlebt. Für den Anfang, den wir hier hingelegt haben, ist das auf jeden Fall... nicht schlecht. Wir öffnen und essen die Pfirsiche. Die machen, glaube ich, beides. Also Hunger und Durst. Ja, genau. Das ist gut so. Und es ist weniger Gewicht. Trinken nochmal. So. Wir können hoffentlich noch schlafen. Wir versuchen es einfach mal. 4 Stunden. Das wäre gut, wenn es klappt. Dass wir nicht im Dunkeln hier gleich wach werden. Nee, es hat funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Du bist komplett erholt und aufgewacht. Das ist hervorragend. Wir haben wieder die 100%. Wir trinken nochmal einen Schluck. Wir gehen jetzt sowieso gleich nach Hause. Nach Hause. Aber so, schaffst du den auch noch? Immer. Ganz klar. Essen schaffen wir immer. So. Wie sieht's draußen aus? Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Wir warten noch ein kleines bisschen. Wir können jetzt sehr wahrscheinlich nichts machen. Wie sieht das aus? Hier haben wir leer. Ja, komm, wir zerlegen den Stuhl eben. 22 Minuten. Holz können wir immer gebrauchen. Und wir brauchen draußen nicht Holz sammeln gehen. So, jetzt ist es auf jeden Fall schon wieder hell draußen. Alles gut? Ja, ich denke, weniger als eine Stunde Dunkelheit. Ja, komm, wir essen den letzten Dings und gehen zu unserer Hasenfalle. Essen wir noch, das ist auch nicht so schlimm. Trinken den letzten Rest. So, dann sind wir sehr wahrscheinlich leer, ja. Aber das macht nichts. Ja, und jetzt gehen wir. Wir gucken und hoffen, dass jetzt nicht hier vorne vor der Tür gleich ein Wolf steht. Ah, es sieht genauso aus wie gestern, ne? Nicht sehr einladend.
Aber wir müssen weiter. Wir müssen los. Jetzt kann man natürlich nicht viel sehen. Vielleicht gehen wir auch unten am, na, an dem See entlang, vielleicht. Aber wir müssen, eigentlich müssten wir auch zu den Fallen gucken gehen, ne? Nur das könnten wir ja ein bisschen später. Ich will jetzt ungerne schon wieder hier irgendwie auf einen Wolf treffen und man sieht jetzt nichts. Erstmal nicht sprinten. Wir gucken. Definitiv jetzt nicht in einen Kampf uns verwickeln lassen. Das wäre nicht gut. Also, was heißt, ich würde es mir ja jetzt nicht wünschen. Wirklich nicht. Da ist, läuft ein Reh, das da läuft. Und ich glaube, da liegt unser Wolf, ne? Ja. Wir gehen mal hin. Das ist jetzt die Rache dafür. Ich hoffe, gefroren. 3 Kilo Fleisch. Das wäre mega genial. Eine Stunde, das ist zu lange. 31 Minuten, das machen wir. Zerlegen. Das ist jetzt. Schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir. Darm, es wäre zwar nicht ganz so wichtig, eine Stunde. Wieso dafür eine Stunde? 50 Minuten. Wir zerlegen das auch. Dann ist zwar uns kalt, aber wir haben Fleisch. Das ist jetzt unsere Rache, weil er uns angefallen hat. Warum läufst du? Ich hoffe nicht, dass hier jetzt der nächste kommt. Aber das haben wir wenigstens das Fleisch von dem Wolf noch. Park is getting kind of heavy. Der Rucksack wird langsam schwer, ja. Das kann ich nachvollziehen. Wenn ich einen ganzen Wolf mit mir rumschleppen müsste, würde mein Rucksack sehr wahrscheinlich auch schwer werden, ne? Wohin? Nach Hause oder in den. I say I hate being cold. There's nothing to Ja. do. Ich auch. Wir sind in der Nähe vom Staudamm. Vielleicht gehen wir auch erst zum Staudamm rein, grillen unser Fleisch und sind auch wieder besser drauf. Wir können dann essen. Ist hier irgendwo einer? Das war fit. Losgehen. Das ist dann eben halt jetzt ein bisschen unser Glück gewesen, dass der Wolf da ja auch den Kampf nicht überlebt hat. Was heißt auch? Wir haben ihn ja überlebt, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wir machen es besser so. Essen ordentlich. Haben wir da ein bisschen Profit draus geschlagen. Und versuchen dann nach Hause zu kommen. Kein Wolf in Sicht. Nein, das ist schön. Bei so einem Wetter, hier haben wir auch noch die Möglichkeit zu schlafen, zur Not. Könnten wir ja jetzt auch, wenn es gar nicht anders geht, wenn das Wetter jetzt noch schlechter wird, könnten wir hier eine Nacht auch bleiben. Wir haben ja unseren Schlafsack hier. Ja, wir sind schon wieder am Frieren. Aber wir haben eine Jacke jedoch jetzt. Mensch. So, rein da. So. Naja, es ist auch noch sehr, sehr früh, ne? Taub, hungrig, trockener Mund. Wir holen ein bisschen Holz. Oder nee, wir haben ja, glaube ich, wir haben ja noch Holz, haben wir ja dabei, ne? 72%. Wie viel Holz haben wir denn dabei?
14 Stück, ja, wir brauchen nicht noch Holz holen. So, gut. Runter in den Keller. Und ich hoffe, jetzt ist hier nicht schon wieder ein Wolf drin. Upsi. Sehr dunkel, ne? Wir tragen. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier jetzt uns gleich ein Wolf entgegenkommt. Aber wir müssen es riskieren. Ich glaube nicht, dass jetzt schon wieder sofort ein neuer hier im Staudamm ist. Nicht zu sehen. Das wäre es jetzt noch. Ein Wolf getötet und der nächste steht schon gleich da. Nee, aber ist keiner. Wir machen mal wieder aus und braten unser Fleisch. Dann werden wir auch warm. Wir haben doch ja, genau. Das werden wir jetzt auch nutzen. Machen wir uns ein bisschen Feuer hier. Eins. So. Dann können wir hier geschmackloses Wolfsfleisch garen, wa? Da werden wir auch definitiv am besten warm von. Wir sind schon wieder ziemlich hungrig. Garen wir nochmal. Wir haben noch. Können wir noch ein bisschen Wasser machen. Dann geht es uns eigentlich ganz gut. Na. Garen wir noch eins. Das kriegen wir hin. So, wie viel haben wir? Wir legen noch mal ein Holz drauf. So, machen weiter. Wolfsfleisch. Ne, hier. Das wollen wir. Dann haben wir das geschafft. Das ist schön. Kochen jetzt noch Wasser. Ne, wir legen noch mal einen drauf. Und machen. Wir schmelzen 2,5 Liter. Dann haben wir ein bisschen. Das reicht dann auch und ist nicht ganz so viel. Hungrig, durstig. Ja, das schaffst du schon noch. Du isst ja gleich was. Und dann ist alles wieder gut. So, komm, das kriegst du hin. Kalt ist uns definitiv nicht mehr. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir brauchen eigentlich nichts. Oder wir könnten einen Kaffee uns mal machen. Wir haben doch einen Kaffee gefunden. Hier, wo war er jetzt? Es ging so schnell. So, da. Nein, Kaffee. Machen wir uns einen Kaffee. Trinken wir mal. Heißer Kaffee ist immer cool. So. Ups, was war das? Kochen. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwo doch noch ein Wolf rumläuft. Komm, Kaffee trinken. Super. Und wir haben bestimmt hier so ein kleines Stückchen, das essen wir. Super. Wir können da vorne gleich auch noch mal gucken. Jetzt haben wir wieder Durst. Na, was die ist. So. Das sieht gut aus. Wir können ja einfach hier mal gucken. Hier waren wir noch nicht gewesen. Aber ja. Hier ist auch nichts. So.
kommen runter. Die andere Seite gucken wir auch noch. Vielleicht haben wir Glück auf noch einen kleinen Schokoriegel. So ein Stückchen Schokolade jetzt. Na? Das wäre doch mal was. Würde mir jetzt hier auch gefallen. So. Nee, der Schokoriegel ist uns nicht gegönnt. Wir machen Licht wieder an, gehen nach oben. Haben auf jeden Fall unser Fleisch gebraten, ein bisschen Wasser, uns geht's gut. Sind nicht mehr so durchgefroren. Was ich nicht verstehe, wir haben ja jetzt schon doch ein ganzes Teil Sachen an. Feuer lassen wir einfach brennen. Das macht hier nichts aus. So. Dann gucken wir gleich mal, wie es draußen aussieht. Ob wir noch nach Hause können oder ob wir die Nacht hier bleiben müssen. Ja. Hast du gleich geschafft. So. Licht aus. Jetzt gucken wir mal. Ja, es sieht immer noch nicht gut aus. Oder? Wollen wir es wagen? Besser oder schlechter? Wir gucken mal nach draußen. Wir gucken einfach mal. Nicht schön, nicht schön. Was machen wir? Bei dem Wetter jetzt, das wird immer nebliger. Bei dem Wetter nach Hause laufen ist auch nicht so prickelnd, ne? Nee, komm, wir gehen wieder rein. Tja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wirklich richtig müde sind wir eigentlich nicht. Oder? Wir haben jetzt noch 2 Stückchen Fleisch. Das reicht für die Nacht. wie sieht's hier aus? Warm, schläfrig sind wir nicht. 7 Stunden Tageslicht. Wir legen uns eine Stunde hin und versuchen es dann. Ne? Jetzt auf einmal zeigt es uns wieder die Tageszeit an. Komm, wir legen uns eine Stunde hin. Schlafen, das geht. 7 Stunden. Vielleicht ist es jetzt besser geworden, dass wir nach Hause können. So. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Ja, genau so machen wir das. Okay. Einfach gucken, wie es dann aussieht. Ob wir schaffen oder nicht, oder ob wir hier bleiben müssen oder nicht. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.